Florence, South Carolina. Zurück im Chrome Shop. In der Werkstatt warten Trucks auf ihre neuen Chromverzierungen. Dieser Bolide genügt den optischen Ansprüchen seines Fahrers nicht mehr. Neue Kotflügel sollen her, und zwar aus Edelstahl, in denen man sich spiegeln kann. Die wurden extra per Hand nach den Kundenvorgaben angefertigt. Und dem Besitzer des Trucks scheinen sie zu gefallen. Wow, schaut euch mal meinen nagelneuen Kotflügel an. Die neuen Kotflügel haben schlappe $1,500 gekostet. Aber was tut man nicht alles, um von den anderen Truckern auf dem Highway bestaunt und beneidet zu werden? Chrome Shop-Besitzer Calvin Locklear ist auf dem Weg in die zweite Werkstatthalle. Dort wird gerade ein Truck komplett umgebaut. Calvin will sich nach dem Stand der Arbeiten erkundigen. Dieser Truck, Marke Peterbilt, ist ein Baujahr 1983 und hat eigentlich nur noch einen Zeitwert von rund $10,000. Für seinen Besitzer wird er jetzt von Grund auf restauriert. Neuer Lack, neue Kabine und natürlich jede Menge Chrom. Dieser Truck wird den Kunden $40,000 kosten. Aber wenn wir fertig sind, werden sich die Leute auf der Straße danach umdrehen. Calvin betreibt den Chrome Shop zusammen mit seiner Frau April. Hey April, da ist dein Kunde, der will eine neue Stoßstange. Kannst du das machen? Dieser Truck soll eine neue Stoßstange bekommen. Die alte glänzt dem Besitzer nicht mehr genug. Er hat genaue Vorstellungen. Diese Lichter quer. Zwei leuchten hier, eine hier und das ist es. Die alte Stoßstange wird vermessen. Chrome Shop-Besitzerin April Locklear, zuständig für die technischen Arbeiten, notiert sich die Maße und die Sonderwünsche des Stammkunden, der seinen umgebauten Militärtruck weiter aufmotzen will. Die Daten gibt April Locklear dann in den Computer ein. Das CAD-Programm steuert die Plasmafräse, die die Edelstahlplatte zuschneidet. Und während April schuftet, es ist 4 Uhr nachmittags und der Laden füllt sich mit Truckern. Calvin will einem Kunden eine Hupe andrehen und zeigt ihm auch gleich, wie laut die Tröte sein kann. Aprils Verkaufsgespräche sind da etwas sachlicher. Ich habe schon eins von denen, aber ich brauche noch 16 Stück. Kunde Ron Kratz will silberfarbene Schalterabdeckungen für seinen Truck. Knapp $50 muss er für die 16 Chromblenden berappen. Ron ist nur der Fahrer des Trucks, nicht der Besitzer. Trotzdem bezahlt er die Blenden aus der eigenen Tasche. Und, truckverrückt wie er ist, plant er noch weitere Veränderungen auf eigene Kosten. Das ist ihm sein Arbeitsplatz hinter dem Steuer wert. Ich habe eine Wunschliste. Ich würde gerne die Fenster tönen, damit die Sonne nicht so reinknallt. Außerdem hätte ich gerne größere Auspuffrohre. Aber das kostet eine Menge Geld. Die Fenster werde ich aber sicher dunkler machen. Genug verkauft für heute. Feierabend. Auf dem Parkplatz des Chrome Shops ist Besitzer Calvin Locklear mit seiner Harley vorgefahren. Entspannung auf amerikanisch nach einem langen Arbeitstag. Calvin ist glücklich, nur sein Motorrad hat etwas gelitten. Das hat Spaß gemacht. Vielleicht Zeit für einen neuen Reifen.
Trucker Justin Lang ist schon die zweite Nacht im Konvoi mit seinen beiden Freunden unterwegs. Natürlich wird am CB-Funk gescherzt und gelästert, was das Zeug hält. Die Zeit vergeht viel schneller, wenn mehrere zusammen unterwegs sind und wir Spaß haben und rumblödeln. Besonders nachts, wenn man müde ist und kaum noch die Augen offen halten kann, ist es viel leichter, wenn man mit Freunden fährt. Da vergeht die Zeit viel schneller. Vorgeschriebene Lenkzeiten gibt es nicht in den Staaten. Die Trucker fahren bis zum Limit. Kein Wunder, dass es dann besonders in der Nacht wegen Übermüdung immer wieder zu schweren Unfällen kommt. Schaut euch mal diesen Wahnsinnsunfall an. Verdammt, der Truck ist hinüber. Der Typ ist tot. Mein Gott, wie übel. Justin ist selber schon seit über 20 Stunden am Stück unterwegs. So wie sein Kollege auf der Gegenspur will er nicht enden. Er verabschiedet sich von seinen Freunden und nimmt die Ausfahrt zum nächsten Truckstop. Es ist Zeit zum Schlafen. Stiefel ausziehen, Schluss für heute. Das hier ist mein Zuhause. Ich bin hier drin 5 Tage die Woche und nur 2 Tage in meinem Haus. Hier drüben sind Regale, ein Fernseher, Baseballkappen, die Filme für meinen Sohn. Die schaut er sich an, wenn er bei mir mitfährt. Das ist 1,5 Meter zu Hause, wenn ich nicht daheim bin. Justin muss sich keinen Wecker stellen. Er schläft nie länger als 5 Stunden am Stück, wenn er unterwegs ist. Eine Flugshow auf der Oceana Airbase im US-Bundesstaat Virginia. Hier tritt heute der schnellste Truck der Welt auf. Der Shockwave Jet Truck wird von 3 Düsentriebwerken auf über 580 Stundenkilometer beschleunigt. Eigentümer und Fahrer Ken Chockley erklärt, wie viel Power in diesem PS-Monster steckt. Diese Maschinen produzieren 36.000 PS. Das sind 20 Kilopond Schub bei einem 3,5-Tonnen Fahrzeug. Das bedeutet, dass wir hier ein Schub-Gewicht-Verhältnis von 2:1 haben. Wenn man den Truck senkrecht hinstellen würde, würde er mit 2G nach oben abheben. Das ist schneller als das Space Shuttle. Um den Raketentruck schnell stoppen zu können, hat Ken Chockley 2 Bremsfallschirme eingebaut. Die müssen vor jedem Lauf sorgfältig gefaltet und überprüft werden. Eine gehörige Portion Babypuder soll die Reibung beim Entfalten des Schirms minimieren. Falls der Bremsschirm einmal versagen sollte, hat Ken Chockley noch Alternativen. Wir haben 6 Räder mit Scheibenbremsen und 43 cm große Bremsscheiben. Und wenn das nicht reicht, stecke ich halt den Fuß aus der Tür und bremse wie Fred Feuerstein. Nur die Karosserie des Shockwave Jet Trucks ist noch original. Das hier ist bei einem normalen Truck der Kühlergrill. Bei uns ist das der Lufteinlass, ein enormer Lufteinlass. Wenn man hier durch den Kühlergrill schaut, sieht man innen die Ansaugstutzen der Jetturbinen. Vor jedem Lauf muss Mechaniker Jonathan Purse die Ansaugstutzen überprüfen. Die sind wie riesige Staubsauger. Da ist kein Bodenblech. Die ganze Luft kommt von vorne und die Ansaugstutzen sitzen sehr dicht über dem Boden. Wenn Gras oder Müll auf dem Asphalt liegt, wird das von der Maschine angesaugt. Alles Brennbare wird von den Jetturbinen zerkleinert und hinten als Rauch wieder ausgespuckt. Sollte jedoch eine Schraube oder ein anderes Metallteil auf der Startbahn liegen, wird es problematisch. Denn das kann die Turbinenschaufeln der Triebwerke beschädigen. Nur noch wenige Minuten bis zum ersten Start. Im feuerfesten Schutzanzug bereitet sich Kent auf den Lauf vor. Alles hier ist eng und nah zusammen, damit man an alles leicht herankommt. Man kann bei den G-Kräften nicht so einfach die Arme ausstrecken.
Wir starten hier mit 4G, beschleunigen mit 6,5G und wenn die Bremsschirme aufgehen, wirken hier 10G negative Beschleunigung. Die Jetturbinen des Shockwave Trucks werden mit Diesel angetrieben. Diesel enthält mehr Schmierstoffe als normales Kerosin. Und außerdem raucht es kräftig beim Aufwärmen der Maschinen. Ein zusätzlicher, willkommener Show-Effekt. Ich zeige ihm die Windrichtung. Wenn er kommt, weiß er, wie er sich auf der Startbahn hinstellen muss. Ich bin ein menschlicher Windsack. Der Shockwave Jet Truck ist sehr anfällig für Seitenwind. Startet er von der falschen Seite der Startbahn, kann der Truck von der Fahrbahn abkommen. Bei einer Geschwindigkeit von über 500 Stundenkilometern wäre das katastrophal. Nachbrenner zünden und los geht's. Gerade einmal 8 Sekunden braucht das 36.000 PS Monster von 0 auf 520. Put your hands together for Kent Shockley and the Shockwave Jet Truck. I can't hear you! Autogrammstunde. Besonders Trucker sind von dem umgebauten Boliden begeistert. Kann ich mir den ausleihen, um meine Ladung nach Kalifornien zu fahren? Sowas höre ich öfter. Ich sage ihnen immer, dass sie sich den Sprit nicht leisten können. Bei Volllast braucht das Ding 1000 Liter pro Kilometer. Zwei weibliche Fans lassen sich den Truck erklären. Wenn man hier drauf drückt, gehen die Maschinen an. Ziemlich cool, oder? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sie hat nämlich heute ihren 29. Geburtstag. Jonathan erliegt dem Charme der Groupies. Eine Frau darf beim nächsten Auftritt im Raketentruck mitfahren.